Wo steht denn das? Ich nehme mir auch auf gerade. Bei mir steht das automatisch da von Dextory. Bei dir, du hast Fraps, müsste das aber auch da stehen. Oder du hast dem nicht gesagt, dass er es anzeigen soll. Das steht ganz links gleich in der zweiten Zeile, das erste. Ah, 27 habe ich. 30. Springt ein bisschen her, zwischen 27 und 30 springt der Hintern her. Aber ich nehme ja auch auf. Ich habe keine Axt. Habe ich aus Versehen einen Screenshot gespeichert. Wie dramatisch. Wow, Gerda? Ja? Pass hier auf. Ja, da ist ein fieses Loch, ne? Ja. Ja, fiese Löcher gibt es auch. Ja. Ja, hinterhältig, gemeine mal, Löcher, musst die du plötzlich echt in deinen Weg springen. Jetzt sind sie da. Musst du mal gucken, komm, oh, Rode. Oh, es schneit. Ach. Schneeflöckchen, Weißröckchen. Da kann aber jemand fein singen. Kann besser pfeifen als singen. Nee, das kann ich nicht. Ich kann nicht pfeifen. Hier ist eine Bergkuh. Ja, ich werde jetzt nicht alle Kühe, die hier oben sind, zur Weide bringen. Das, Nicht? Es sind doch gerade nur zwei. Oder Kühe. Sind da jetzt noch mehr? Ja, hier hinten sind hier auch Kühe. Ich sehe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kühe hier hinten. Und der Berg kommt hier auch noch weg. Oh, hier hängt das über. Steffi, wo bewahrst du Äpfel auf? In der Küche. In der Küche. Okay, dann packe ich da einen Apfel rein. Okay. Der Rode baut schon fleißig hier. Ehrlich? Nö, gar nichts gebaut. Oh, gar nichts gebaut. Nein, nur ein paar Türen, nur ein bisschen Fassade. Zwei Türen habe ich reingesetzt. Die hatte ich noch in meinem, bei mir im Inventar gehabt. Aus Versehen. Aus Versehen, ja, die im Inventar, ja, habe ich auch. Kuh, du lebst hier. Oh, das wollte ich nicht. Sorry. Ne, hier mit dem Loch müssen wir echt tierisch aufpassen. Guck mal. Da rein plumpst, ey. Boah, Terraforming ist kacke. Ja. Ich hätte mir ja nichts Einfaches aussuchen können, ne? Nee. Muss ja unbedingt dieser Berg hier sein. Das wird schon jetzt. Ich bin voll! Ich kann nichts mehr aufnehmen. Krass. So, dann mache ich noch mal wieder ein bisschen was. Wo bist du? Hast du Erde? Ja, ich habe ganz viel Erde. Ich bin gerade in Steffis Haus. Ich kann Erde noch mitbringen. Nee, ich nehme ihr die ab, die sie hier hat. Und das reicht dann. Immer her damit. Das war's. Gut. So, dann werde ich mal hier hinten weiter basteln. Mochtes. Ich pflanze dir hier jetzt gerade noch mal ein paar Bäume hin, ne? Wenn das okay ist. Wo? Da, wo eh schon ein paar Bäume stehen. Okay. Falls du welche brauchst. Ja, okay, das reicht jetzt auch. Bäumchen. Ein
gut. Das ist die Ebene, die wir brauchen. Okay. So. Noch was. Wo darf ich denn noch weiter abbauen? Ach, ich baue hier. Ach, du kannst hier oben mithelfen. Wo bist du? Hier oben auf dem Berg. Ich springe für dich. Ah, ich sehe. Hier musst du aufpassen. Ja. Hier ist irgendwo ein Loch, ein großer. Da kannst du ganz tief fallen. Musst du aufpassen. Quasi eine Höhle? Ja, guck mal. Glaube ich, bin unter euch in dem Loch. Ja, bist ja. Du. Das ist bestimmt noch eine Höhle oder sowas. Ganz bestimmt. Boah, ich war heute, also vorhin so vollgefressen, also in Anführungsstrichen. Meine Eltern waren heute in Hamburg zum Phantom der Oper 2. Aha. Das ist ja im Operettenhaus auf dem Kiez, also auf der Reeperbahn. Ja. Ja. Und danach wollten die halt was essen gehen. Normalerweise gehen wir halt dann im Portugiesenviertel was essen, aber es bot sich bei denen gerade an, dass beim Kiez da so ein Platz ist mit diversen Buden. Ja. Ha? Tabu. Tabu. Tabu ist wieder weg. Die hat uns, glaube ich, gerade wieder verlassen. Ja. Ich höre euch wieder. Ah, fein. Wir dich auch wieder. Aber ich bin wieder weg. Auf jeden Fall. Das ist ja wie im Osten. Entweder man hört sie, dann ist sie nicht da, oder sie ist da, dann hört man sie nicht. Tabu? Backfisch. Hallo? Ja, bist du wieder da? Ja. Okay. Ich hab gerade Backfisch gehört. Und mein Papa hatte dann belgische Pommes. Ah. Oh, lecker. Lecker. Mitgebracht. Und ich hatte noch eine Pizza im Ofen und nun lachten mich diese belgischen Pommes an. Das war wirklich nur eine Handvoll, ne? Ich war so pappesatt. War echt lecker. Mhm. Ja, die Belgier, die haben es mit den Kalorien. Ja. Oh, ja. Macht, ihr glaubt gar nicht, wie viel Fett da rauskam. Bei uns gab es heute französische Zwiebelsuppe. Mm. Oh, lecker. Ja. Oh, mit Käse überbacken. Ja, für mich nicht, aber für die anderen ja. Magst du keinen Käse? Nein. Oh, nicht. Mann. Nee. Keine Sorte? Ja, Mozzarella. Aha, den ganz milden, der eigentlich nicht nach Käse schmeckt. Genau. Gut. Das, alles klar. Aber sonst nicht. Ich esse kein Gouda, kein Emmentaler. Und wenn... Boah, Mama isst ja so gerne so einen Stinker, ne? Boah, da gehe ich laufen, ne? Wenn, nee, boah, wenn du den Kühlschrank aufmachst und dir kommen eingeschlafene Füße entgegen, ja? So ein scheiß Stinker. Boah, nee. Oh, nee. Lecker. Ich liebe richtig herben Tilse da auf Brötchen. Geil. Boah. Hier ist was runtergefallen. Ich habe ein rohes Rindfleisch gekriegt. Oh. Oh nein. Da hat eine Kuh jetzt einen Abgang gemacht schon. Ja. Ja, die zweite ist auch kurz davor. Soll ich sie retten? Ja. Ich hol mal Weizen. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Und ich sammle mal hier. Ist das alles von mir? Nee, ne? Der
Oh, der ist... Er ist am Bauen, ist ja geil. So ein bisschen, ja. Ja, so ein bisschen. Ich bin immer schon mal ausprobieren, wie das aussieht, was man machen kann. Wir können ja keine Türen übereinander stellen, deswegen habe ich so Holz darüber gemacht. Das soll ja diese hohen Türen da darstellen. Musst du ja nicht zwangsläufig. Die Türen sind nicht unbedingt hoch. Da sind riesen Türen also davor. Da ist, Ich würd's, glaube ich, durch Stein ersetzen. Ja, das sind hohe Türen, das. Das kann man ja praktisch mit diesem Holz andeuten, diese hohen Türen. Ja. Deswegen halt so. Und in dem, von außen, in dem Bogen über den Türen ist ja auch noch so Zeug drin auf dem Bild, ne? Rote? Ja, deswegen habe ich ja diesen gemeißelten Stein genommen. Ja. Und wir brauchen Sand. Was wollte ich holen? Weil, wenn du mal auf den Hauptbild guckst, auf den, der Eingang, der Haupteingang, da ist brauner Stein, ganz hellbrauner Stein ist da drüber. Sandstein. Und das ist für mich, da müssen wir halt Sandstein Ton. Nehmen. Hm? Ton. Ja, Sandstein würde ich sagen. Nee, Ton. Ton? Ja. Das ist so gelblich, beige über den Eingang. Ja, warte, ich lasse mal hier die Steine hier. Die habe ich nämlich noch. Wie hoch willst du hier gehen für den Bogen? 15? Der Bogen soll eigentlich ich habe ja diesen gemeißelten Stein da. Und darüber soll jetzt der Bogen kommen, dieser innere vom Haupteingang so nach der oben. Der innere hoch. Bogen. Die äußeren Bogen. Säulen machen ja dann auch noch Bögen. Ja. Wir haben ja im Prinzip 1, 2, 3, 4 Bögen mindestens, ne? 1, 2, 3, 4, ja. So, ich hol mal eben Ton. Dann siehst du, was ich meine. Ja. Brauch eigentlich noch Holz. Das Bäumchen schon wieder gewachsen? Nee. Ich bring auch mal Sandstein mit, aber Sandstein würde ich persönlich nicht nehmen. So, ich komme jetzt mal mit den Sachen. Ja. Da hätte ich beinahe wegen Tabu einen Abgang gemacht. Ja. Ich google jetzt auch gerade. Ich bin jetzt wieder da. Ich verstehe es nicht. Rode, wo bist du? Ich verstehe auch nicht, was ich... Hier, gerade an der Kiste. Komme. Ja. Ja, hier, der. Nee, Sandstein will ich nicht haben. Der passt ganz genau hier, dieser hier. Zumindest bei meinem Texture Pack passt er ganz genau. Du würdest denken, das ist genau der Stein. Nee, ich finde das viel zu hell für den Kölner Dom. Der ist so hell. Guck mal, Foto. Ja, ich hab gerade mein Handy angemacht, aber ich muss halt auch aufnehmen, das ist das Problem. Ja. Google. Im Wikipedia oder wo bist du drin? Der Ton könnte gehen, wenn wir ihn gelb färben. Es gibt ja nur genug gelbe Blumen, ne? Aber der Sandstein würde genau perfekt passen, finde ich jetzt. Ja. Finde ich aber jetzt nicht so hübsch. Richtig. Mir gefällt das überhaupt nicht. Also... Gelber Ton, du hast doch bei dir in der Nähe ein Tonbiom. Da gibt's doch gelben Ton. Den kann man ja auch ganz leicht färben. Da wo Steffi und ich uns ja, wobei Steffi ja das Biom hat, also.
Na, dass wir jetzt mal gucken könnten. Zum ja, Vergleich. Gut, einmal gucken, klar, hast du recht, Gerda. So. Ich gehe mal an deine Tonkiste. Ja, du hast recht, das ist was heller. Aber dann würde ich entweder Holz dafür nehmen. Musst du Buche nehmen dann. Buchenholz. Ja, weil das mit dem... Das Holz, was wir haben. Birke. Ach ja, Birke, meine ich ja. Birke. Du wirst auch vom Blitz getroffen, weil du die Buchen nicht erkennst. Buchen sollst du suchen. Aua. Bum, Mist. Buchen sollst du suchen, Eichen sollst du meiden. Achso, ich weiß jetzt, was ich machen wollte. Ich wollte die Kuh weglocken. Wisst ihr, dass das ein Spruch ist, der eigentlich nicht gilt? Was? Ja. Buche sollst du suchen. Und zwar... Ich kenne den Spruch. Ist der damals falsch übersetzt worden. Du sollst keine Buche suchen, sondern eine Bucke. Oh, scheiße. Tot. Eine was? Eine Bucke? Eine Bucke. Du sollst, wenn du draußen bist, in freier Natur, ja, sollst du in die Bucke gehen. Also dich bücken. Ach so. Du sollst in die Hocke gehen. Du musst in die Hocke gehen, deine Hände auf die Knie und den Kopf da drauf. Im Prinzip wie beim Flugzeugabsturz, diese Haltung. Du darfst keinen einzigen Baum aufsuchen, egal welche Art das ist. Das stimmt.